Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute wieder Valheim. Man sieht es noch nicht, aber ja, die Welt ladet gerade. Darko ist auch wieder mit dabei und heute geht es noch ein bisschen rund, denn wir haben in der letzten Folge die Drachenmutter besiegt, haben der ihre letzten Tränchen bekommen und da können wir wieder was Neues herstellen, einen neuen Tisch. Ja, wir gucken einfach mal. So. Was brauche ich denn dafür? Holz. Stinknormales Holz. Ich und mein Holz. Ja. Lass mal gucken, wo ich das Ding hinbaue am beklopptesten. Was brauchst du überhaupt? Naja, wir haben noch von der Drachmutter so einen Tränen bekommen. Mhm. Und damit kann ich einen Handwerkstisch bauen. Das ist eine Handwerksstation. Das ist kein Upgrade oder Verbesserung oder so. Das ist, ja. Okay. Jetzt muss ich noch gucken, wo ich den baue, denn wir haben nirgendwo Platz. Das ist auch nichts Neues. Könnte ich den eventuell, wenn ich gut bin, da oben platzieren? Das Ding ist einfach zu riesig. Ach du Heimatland. Da würde ich sogar... Passt die da oben hin? Die passt auch nicht da oben hin. Aber die müsste da oben hin passen. Hier oben hinstellen, müsste man sogar noch rankommen. Oder? Nö, zu weit weg. Wow. Nö. Shit. Bin drin. Ah ne, man fällt wieder raus. So, sonst muss ich das Ding hier mittig gegenüber von den anderen Teilen stellen. Geht ja nie anders. Sieht zwar dann ein bisschen scheiße aus. Hä, hey, worauf reagiert denn das Teil? Ach, und du hast das Fenster noch offen. Nee, das ist zu. Trotzdem so laut, okay. Ja. Scheiße. Da liegt immer noch der ganze Loot rum. Oh! Oh! Spinnrad, eine Windmühle, ein Hochofen. Okay, einmal nochmal abreißen. Die bauen wir ganz woanders hin, würde ich dann mal sagen. Benötigt das irgendwas?
Ich glaube, die Werkbank, oder? Nö, benötigt gar nichts. Haltendach. Aber das ist. Das kriegt. Das bekommt es von mir. Boah, geil. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es hier Windmühlen gibt. Sechs haben wir sogar noch ausgewählt. So. Hallo. Leo 2, warte mal kurz. Ach so, wir sind gar nicht im Aufnahme-Channel drin, ne Shit. Dann bin ich hier weg. Entschuldigung. Mist. Das da. Ich habe keine Ausdauer mehr, willst du mich verarschen? Ich werde uns dann gleich erstmal runter move, wenn ich hier fertig gebaut habe. Ein bisschen safe bauen hier. Dass uns das nicht einstürzt. Apropos. So. So, dann move ich uns mal ganz kurz runter. So. Okay, für die Windmühle brauchen wir Steinholz, Eisennägeln. Für das Spinnrad Edelholz, Eisennägel, Lederreste und für den Hochofen 20 Stein, 5 rote Kerne, 10 Eisen, 20 Edelholz. Und ich glaube, der Hochofen ist dann besser als der normale Schmelzofen. Da können wir die abreißen. Komischerweise, ich kann das Brot reparieren, aber den Steg nicht, weil da steht fehlende Handwerksstation. Der ist aus Stein, ne? Geht nicht. Selbst Holz kann ich nicht reparieren. Das müsste gehen. Stimmt, geht schon. Und das große Schiff da hinten müsste repariert werden, da komme ich aber nicht an. Dann schwimm hin. Ja, toll, da komme ich nicht an mit dem Dingsbums, mit der Reichweite des Tisch. Stress. Dann schwimm hin und schipper es zu uns. Können wir uns hinlegen? Du hast bestimmt auch keinen Bock, in der Nacht irgendwas zu machen. Ja, stimmt schon, aber sag's mir, ich soll schippern und jetzt soll ich wieder kommen. Und übrigens, das hier sind die Totems, die wir brauchen für den Skelett-Heini. Bin nass. Dauert ich noch. Nicht.
Gut, dann würde ich tatsächlich mal versuchen, so einen Hochofen hier hinzubrettern. In der Hoffnung, die sind nicht so groß. Mir fehlt noch Eisen und Edelholz. Scheiße, haben wir überhaupt so viel Eisen? Höchst unwahrscheinlich. Ach, wir haben ja 98 Stück. Echt? Okay. Und Edelholz will er haben. Kriegst du natürlich, wenn er das will. Ach du, ach du, ach du. Okay, wir haben ein kleines, großes, mega abgefucktes Problem. Namens Platz? Ja, wir werden nur noch einen davon haben. Ich muss die Kohlemeiler leider abreißen. Ne? Ja gut, aber die brauchen wir. Ja, die setze ich dann auch wieder. Leute, was ist denn das für eine Maschine? Wie bedient man die? Okay. Ich bin zu schwer, ich bin zu schwer. Bin immer noch zu schwer, was ist denn hier los? Das ist der neue Hochofen. Diese Lichter erinnert mich das sozusagen an die Ark-Zeit, wo man sozusagen zu Tech-Zeug kam. So ist das hier jetzt irgendwie auch. Aber ich kann nirgendwo was reintun. Ja, Dito. Ah, doch, da. Hochofen-Kohle. Kommt da rein. Dann müsste eigentlich hier irgendwo. Ja, warte mal, ich reiß den nochmal ab. Vielleicht habe ich den auch nur einfach falsch platziert. Voraussetzt. Da liegt noch Zeug. Da liegt. Oh, 6. Hier hinten sind 2 Zugänge. Ja, Kohle und Erz. Ja, okay. Also war das auf der Rückseite. Der müsste dann aber sogar ein Ticken schneller sein als die anderen. Ja, wird er sicherlich auch. Ja, wir könnten, wenn wir gut bauen, 2 hier reinkriegen. Oder 2 Hochöfen. Oder mindestens Kohleöfen. Bei einem brauchen wir mindestens. Kohleöfen kriegt man wieder 2 rein. Das ist nicht das Problem. Das muss ich jetzt testen. Haben wir irgendwo noch... Wir haben 21 Silbererz. Mach gleich plopp, 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 plopp. Boah, das wäre geil. Du hast keinen Gegenstand, der verarbeitet werden kann, was? Ach so, Ike, Dingsbums, Dingsbums. Dunkelstahl. Oder. Wo hast du das reingepackt? Oder Obi. Haben wir das überhaupt schon mit hierher genommen? Ja. Und das war in der Kiste, wo jetzt irgendeiner Quark wie Chitin und so. Ach hier, Schwarzmetall und Obi habe ich gerade. Ich habe schon. Schwarzmetall müsstest du reintun können. Werden wir gleich sehen. Ich schmeiß einfach mal ganz kurz das Schwarzmetall raus. Obi geht nicht. Irb das Schwarzmetall. Dafür ist das halt da. Ich muss gleich auch eins aufsammeln für die ganzen Rezepte. Wenn da welche kommen.
Da müssen wir dann noch einen Standardofen hier hinstellen. Aber das ist nicht das Problem. Du kannst den ja auch hier noch weiter in die Ecke packen, oder? Nee, geht nicht wegen da oben. Der ist ein Ticken größer als die anderen. Schwarzmetallschild, Turmschild, das war's. Es gibt nur zwei Schilder. Trotzdem cool. Das kommt. Obby-Kiste. Hinterste Kiste. Da ist es mit drin. Bin ich überladen? Nein, bin ich nicht. Gut, dann brauchen wir jetzt noch einen normalen. Dazu brauche ich Stein wieder mal. Stein haben wir hier. Und dann brauche ich den Kohlemeiler. Den würde ich sogar hier drüben hinsetzen. Da brauchen wir ja aktuell erstmal bloß einen. Davon. Ja, wir können ja zur Not noch draußen irgendwo einen Kohlemeiler hinstellen. Jo. Guckt der hier oben raus? Nö. Ist nö gut oder schlecht? Ist gut, dass der nicht rausguckt. So, hier war Eisen, da war Silber, hier war das drinne, da hauen wir die Tränen damit rein. Hier haben wir die roten Steingedöns-Dinger, das da. Haltbarkeit 200, Blockwert 90 und unsers hat Blockwert 85, Haltbarkeit 300. Auf Stufe 3 und das ist Stufe 1. Aus dem stärksten Metall geschmiedet kann sogar die tödlichste Klinge in ihre Schranken weisen. Okay. Hä? Wir hatten doch gerade noch welche hier drin, oder? Ja, warum habe ich das nicht mitgenommen? Ja, dann müssen wir ja in die Ebene, wa? Ja, können wir gleich. Wir müssen nämlich auch Ketten suchen. Ja, habe ich schon gesehen, aber die gibt's doch nicht in der Ebene. Auch gibt's Ebene und Sumpf. Ah, okay, auch. Okay, ich muss es tun. Ich es geht nicht anders, ich muss es. Und wie sieht's aus? Wieso hast du überhaupt genug? Ich hatte auch schon geschaut. Wie sieht's aus? Bei dir echt beschissen. Nein, sieht gut aus, passt nur nicht zu der weißen Kleidung. Scheiße, ich kann das nicht von vorne sehen, wenn der Block. Oh, mit Kette dran. Ja.
2 und 4 ist noch drin, 6. Es bräuchte noch 2 für ein weiteres Schild. Warte mal, da haue ich das Obsidian mal da oben rein und das Zeug hier unten. So. Das da. Die Kohle. Da rein bitte, danke. Da. Gut. Ich hab dir das Schild zugeworfen. Warum soll ich das haben? Ja, ich brauch's aktuell noch nicht. Ja, ich auch nicht. Weil, wenn, dann farm ich jetzt so viel, dass ich dann auch gleich aufwerten kann. Ist das überhaupt besser als ein Stufe 3er Silberschild? Ja, um 5 Blockpunkte. Haben wir ein Portal in der Ebene oder an der Ebene? Ja, zu unserer Standardebene haben wir eins. Das im allerersten Sumpf, das? Nee. Oder? Warte, ich muss ganz kurz hier nachlegen. Da, wo wir gestorben sind, wo auch gleich so ein Dings ist, so ein... Weißt also. Schon. Also gut, viel Spaß beim Verrecken. Das und das. Nö, warum? Ich habe ja eine Fähigkeit, da halte ich von den Goblins ein paar Schläge aus. Du hast die Drachenfähigkeit noch nicht aktiviert, ne? Wegen Rückenwind. Ich habe sie aktiviert, das ist gerade mein Problem. Ich hätte sie wieder umstellen müssen. Na, ich muss aktuell noch 4 Minuten warten. Mag ich doch, Standardebene. Wie beim Sumpf. Na, egal. Welche Taste war das? Leertaste. Und dabei blocken. Warte mal, ich geh mal auf eine andere Stelle. Haut der ohne mich ab, der Feigling. Du denkst, oh, ich bin hier, um zu krepieren, oder? Nein, ich dachte, du willst in das Dorf rein. Ja, aber von der Seite, wo ich war, gehe ich dir auch nie rein. Das klang gerade eher nach dem Ding. Oh je. Ja, ich schlenken ab, du schießt. Oh, das nächste Mal nimmst du bitte bessere Pfeile mit. Vor allem, ich hatte Kupferpfeile eingepackt. Hä, wo sind die hin? Sieh, dass du Kupferpfeile dabei hattest? Ja, Bronze halt. Ziemlich sicher. Das war knapp. Außerdem, Feuer macht bei dem nachhaltend eigentlich ganz gut Damage. Wenn du so diese Handbewegung nach oben machst, kannst du glaube ich draufkloppen. Nee. 23 Schleifen nur noch. Weg. Ist down. Was gab's? Münzen, Totem und 4 von den schwarzen Teilen. Da könnten wir sogar schon das nächste Schild machen. Ja, ich muss sowieso ganz kurz raggen. Ich würde kurz die Folge hier beenden.
So, da haben wir ein neues Schild, einen neuen Ofen, diverses neues Zeug, was ich feier, was gebaut wird. Wenn euch die Folge bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Ihr könnt uns auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was wir noch alles machen sollen, was wir bauen sollen, wo wir bauen sollen. Und ob wir nochmal gegen die Bosse kämpfen sollen oder nicht. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt gespannt, nächsten Tag und bye bye.